In Eritrea werden über 1000 Christen in Schiffscontainern oder Kerkern gefangen gehalten, wo sie unvorstellbare Qualen erleiden. In Nordkorea ist die Zahl der wegen ihres Glaubens inhaftierten Christen noch ungleich höher. Erschreckende Einzelheiten aus dem Weltverfolgungsindex, der jährlich die Situation der Christen in aller Welt analysiert. 2015 hat demnach die Verfolgung der christlichen Glaubensgemeinschaften dramatisch zugenommen. Unionsfraktionschef Volker Kauder, hier bei einem Gespräch mit geflohenen nordkoreanischen Christen, setzt sich schon seit langem für das Thema Religionsfreiheit ein. Die weltweite Situation der Christen hat sich leider nicht verbessert, eher noch verschlechtert. Christen sind nach wie vor die am meisten verfolgte Religionsgruppe in der ganzen Welt. Neben staatlicher Unterdrückung sehen die Macher der Studie als Hauptgrund für die Zunahme der Christenverfolgung den islamistischen Extremismus. Vom sogenannten Islamischen Staat im Nahen Osten bis hin zu Boko Haram und Al-Shabaab, die in gleich mehreren Staaten Zentralafrikas für Angst und Schrecken sorgen und gezielt Jagd auf Christen machen. Es ist richtig, dass gerade in islamisch geprägten Regionen und Ländern die Toleranz weiter abgenommen hat und der Verfolgungsdruck auf Christen zugenommen hat. Deshalb müssen wir noch stärker, als es bisher geschehen ist, dies auch öffentlich ansprechen. Es ist uns gelungen, ein doch weltweites Netzwerk von Parlamentariern aufzubauen, das für Religionsfreiheit eintritt und vor allem die Situation verfolgter Christen anspricht. Wir haben uns letztes Jahr in New York dazu getroffen, wir werden uns in diesem Jahr in Berlin treffen und das zeigt, dass die öffentliche Diskussion stärker zunimmt und der Druck auf diese Regionen auch.